Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deponia 2. Wir müssen jetzt noch die dritte Persönlichkeit überzeugen, nämlich Baby Goal. Und an dieser Stelle springen wir wieder ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann wollen wir mal Baby Goal. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Ja. Krawall Goal, Baby Goal. Upsi, ich muss kurz eingenickt sein. Kein Problem, zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel. Ich dachte, wir retten die Welt von Elysium aus. Nein, man kann die Welt nicht vom Schreibtisch aus retten. Ich dachte auch mehr in einen Liegestuhl. Weißt du denn gar nichts über Widerstandskämpfe? Man muss erst viele kleine Funken sprühen, um ein Feuer zu entfachen. Nein, das geht schneller. Echt mal, Rufus. Und ich habe dich für einen Aktivisten gehalten. Wie Janosch. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich Freizeitaktivitäten. Janosch nervt. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Der Widerstand. Hi. Du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Was? Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Ein Drink für die Lady, bitte. Es ist so lieb von dir. Nicht wahr? Du bist wirklich der Beste. Das stimmt. Aber ich trinke nur Milch. Milch haben wir hier nicht mehr. Meine Finger sind einfach zu dick für Schnabeltieräuter. Mist. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Oh ja. Fangen wir mit dem da oben an. Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich geh da mal wieder. Mach das. Tja. Geh mal in den Hafen, komm. So, dann schauen wir doch mal. Auf den Turnierfinger. Na toll. Ich meine, ich hätte da was gesehen. Toll, Turnierhand, da ist sie.
Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Aha. Gilligan's Gadget Shop. Na dann. Na, warte mal. Der ist doch... Obwohl, da kann ich auch hinlaufen. Das ist am Hafen. Zum Hafen, zu den Docks. So, get a job. Was haben wir denn hier? Bananenentkrümmer. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Okay, die sind cool. Die brauche ich. Au! Ich habe das Gefühl, der will da raus. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Eine Erkenntnis. Die Hierfür brauche ich keine Erkenntnis. Ich kann auch einfach versuchen, alles mit allem zu kombinieren. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Die Gurke der Erkenntnis. Oh, Gurke der Erkenntnis. Offenbare mir deine Weisheit. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören.
Mache ich ja auch nicht. Denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Jetzt ist sie definitiv kaputt. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie? Sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. Aham. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, Ast rein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Das ist er also. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Aua. Der Verkäufer da oben kommt mir vor wie jemand aus bei Amazon. Zack, kann man noch was brauchen hier. Autsch, man konnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich bei der Landung extrem lässig abgerollt. Autsch! Ich meine, wow! Unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. Au! Verdammt! Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedoausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Au! Verdammt! Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Yay, unsichtbar. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Okay, auf nach Klein-Venedig. Nein, da. Was haben wir denn hier? Rechte Fassung, linke Fassung, Sonnenbrillenglas. Erstmal das Periskop mit zu. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Okay, wir haben also wir haben linke Fassung. Okay. Ist das wieder ganz? Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Okay, was jetzt?
coole Musik. Moment mal. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Vorhang mit einem Schild, ja. Ah, guck mal. Boah, rennt der laut. Alter Schwede. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist. Was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal. Das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal, die Stimme kenne ich. Das ist doch Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter, Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich gehe mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen, aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt.
Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Ja, Glück im Unglück. Oh ja, sehr viel Unglück. Alles klar. Nächste Folge geht's dann weiter mit 00 Rufus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.